Touri 2 TV. Medien und Marken live. Spiegel Online macht schon einen Podcast namens Stimmenfang, aber da kommt noch mehr. Und welches Format planen Sie? Wir überlegen gerade oder planen, einen Podcast mit Sascha Lobe zu machen, der seit vielen Jahren bei uns schon sehr erfolgreicher Netzkolumnist ist und künftig auch seine Themen so aufbereiten wird, dass wir sie eben als Podcast anbieten können, was uns sehr freut. Wie wird er aussehen? Was wird Sascha Lobo da anders machen als in seiner geschriebenen Kolumne? Ich glaube, dass Podcasts immer den Vorteil haben, dass sie noch eine andere Authentizität vermitteln, also noch eine andere Intensität im Grunde. Wenn ich jemanden sprechen höre, ist das was ganz anderes, als wenn sie das geschriebene Wort sehen, egal ob gedruckt oder digital. Es ist viel unmittelbarer und ich glaube, gerade der Debattencharakter, den Sascha ohnehin in seiner Kolumne hat, der wird da nochmal besonders deutlich werden. Also auch Konfrontation mit den Nutzern innerhalb des Podcasts? Na, eher ein Aufgreifen der Reaktionen, die er bekommen hat, weil wir festgestellt haben, auch schon beim Stimmenfang, dass das was ist, was sehr gut funktioniert. Im Grunde Leserbriefe oder Nutzer, die uns kontaktieren, im Grunde dann nochmal anzurufen, zu konfrontieren und aufzugreifen, mit welchen Fragen sie auf uns zukommen. Und ein bisschen in die Richtung wird das auch gehen, was Sascha Lobo dort vorhat. Sie planen aber über Sascha Lobo hinaus auch noch einen Podcast, der über Themen aus diesem Internet berichten soll. Was kommt da außerdem noch? Ja, wir planen einen Podcast, der aus der Netzwelt kommen wird und sich im weitesten Sinne mit der Digitalisierung natürlich befasst und all ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen Auswirkungen. Also was bedeutet Digitalisierung für den Haushalt, für die Mobilität, für die Liebe, für die Kommunikation und welche Veränderungen hat das? Und es wird immer ein Thema im Grunde näher beleuchtet werden mit der Expertise unserer Netzweltkollegen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das funktionieren wird. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. 18 in 8 Folgen, keine länger als die Fahrt zur Arbeit. Wir hören uns. Der neue Podcast wird im August starten und wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen. Das war was, was uns auch beim Stimmenfang-Podcast sehr gefreut hat. Touri 2 TV, Medien und Marken live.